Ja, warum soll man das nicht auch mal probieren? Vor allem, wenn es dann vielleicht noch ziemlich viel Spaß macht. Das sage ich jetzt einfach nochmal so zum Schluss. So nebenbei, es amüsiert mich, wie man erkennt, auch selber ziemlich. Ja, der Mann trägt es in sich, die Frau bekommt es auch immer wieder mal ab, wenn sie das möchte und eben auch zulässt. Doch sie produziert es nicht selbst. Was ist das? Ja, meine Lieben, mit einem Rätsel, vor allem einem selbst erfundenen Rätsel, habe ich auch noch kein Video angefangen. Doch warum mal nicht? Ja, die Frau hat es auch immer wieder mal in sich, wenn sie es zulässt und möchte, doch sie produziert es nicht selbst. Doch dieses Etwas gibt in der Frau quasi die Initialzündung für etwas, das wiederum nur in der Frau entstehen kann. So, jetzt müsste es aber eigentlich klar sein, um was es sich hier handelt. Doch warum dieses Etwas in einem Gesundheitskanal zu suchen hat, das besprechen wir, wie du weißt, wie immer nach dem Intro. So, meine Lieben, hier bin ich wieder, euer Geo von Geo Leben TV und bewusst gesund bei Geo. Yo, yo, ein heißes Thema. In diesem Video wird sich der oder die eine schon mal denken, ja, dass es sich bei der Rätselslösung um den sogenannten Mannessaft, um das Sperma handelt, das brauche ich jetzt wohl nicht mehr unbedingt dazu sagen. Doch warum Sperma? Was soll das eben für die Gesundheit bringen? Kinder damit machen, das ist schon klar, aber für die Gesundheit nochmal viele, viele Fragezeichen hinten an und die Brille zuerst mal noch gerichtet. Ja, meine Lieben, vor ein, zwei Jahren hatte ich schon mal die Gedanken, dass ich mit diesem Saft, ja, also dem Sperma, der da dafür sorgt, dass eine weibliche Eizelle befruchtet wird, aus dem dann ein menschliches Wesen entsteht. Ja, mit so einem Stoff muss doch noch anderes möglich sein. Das waren so meine Gedanken. Ja, und so habe ich mich, wie immer, ja, wenn mich etwas packt und ziemlich interessiert, einfach mal ans Recherchieren gemacht und geschaut, was es dazu gibt, was denn hier auch einfach möglich ist. Ja, und eines kann ich vorweg einfach gleich mal sagen, ich bin natürlich fündig geworden, sonst würde es dieses Video offensichtlich ja gar nicht geben. Denn ein Video zu machen, um dann zu sagen, dass mit dem Sperma eh nichts ist, das macht natürlich auch nicht viel Sinn. Ja, ich weiß ja jetzt nicht, ob das wirklich so ist, doch anscheinend sagen so manche Männer ihrer Frau doch immer wieder, wie gesund eben dieser Mannessaft sei, diese Schlingel. Ob diese Männer ihre Frauen zu gewissen Praktiken animieren wollen, das weiß ich jetzt einfach nicht. Ja? Und um das geht es ja auch nicht so wirklich in diesem Video. Ich muss eher ein bisschen aufpassen da mit dem Thema, sonst kriege ich noch ein Problem wegen sexueller Inhalte. Ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, grundsätzlich geht es im Sperma mal um den Wirkstoff oder auch um den Wirkstoff Spermidin. Und das ist eben auch ein Wirkstoff aus dem menschlichen Sperma und wird, so sagen es zumindest einschlägige Seiten, schon länger als Wundermittel gehandelt. Also da bin ich nicht der Erste, der die Idee hier hat, dass mit Sperma mehr los sein könnte. Ja, Forscher zum Beispiel haben nun auch herausgefunden, dass der Stoff unter anderem auch Herzschäden verringern kann. Grundsätzlich kommt Spermidin in jeder Zelle des menschlichen Körpers vor, jedoch und offensichtlich in recht großen Mengen eben im männlichen Samen. Was mich jetzt mal so am meisten reizt und interessiert bei dieser Sperma-Angelegenheit ist, dass es eine Studie mit ungefähr 300 sexuell aktiven Frauen gegeben hat, bei der offensichtlich festgestellt wurde, dass sich bei den Frauen, die ohne
Kondom, also ungeschützt Sex hatten und der Mann quasi dann in der Frau auch ejakuliert hat, deutlich weniger an depressiven Verstimmungen litten und offensichtlich einfach mal besser gelaunt durchs Leben gingen. Das hat wohl auch damit zu tun, dass eben im Sperma das Glücklichmacherhormon Dopamin eben auch enthalten ist. Wenn die Frauen das über ihre Schleimhäute aufnehmen, ist es dann eh schon plausibel, dass sich da in der Stimmungslage oder dass sich da die Stimmungslage verändern kann. Ja, einen Versuch ist es doch auf jeden Fall mal wert, oder nicht? Ja, und eines gleich mal vorweg, ich rufe hier nicht zu ungeschützten Sex mit Männern oder Frauen auf, außer es ist der feste Partner, mit dem man sowieso schon vertraut ist. Aber das muss ja eh ein selber dann für sich selbst entscheiden, damit hier einfach auch mal keine Missverständnisse aufkommen. Ja, der zweite wichtige Aspekt für die Gesundheit ist, dass Forscher von der Georgetown University Spermazellen isoliert haben und diese dann dazu angeregt haben oder angeregt wurden, selbstständig Insulin zu produzieren. Was dann auch dazu geführt hat, dass sich eben bei Diabetikern der Blutzuckerspiegel gesenkt hat, ist natürlich auch eine sehr spannende Beobachtung. Ja, und der dritte wohl am wichtigste oder der dritte und wichtigste Aspekt für mich und für mehr Gesundheit hat eben nun mit dem Spermidin selbst zu tun, über das ich ja am Anfang schon gesprochen habe. Ja, einfach mal eine Frage an dich. Hast du schon mal etwas von der sogenannten Autophagie gehört? Darüber habe ich ja schon mal bei einem Fastenvideo, ich glaube es ging ums intermittierende Fasten, gesprochen über diese sogenannte Autophagie. Und dabei ist es eben so, wenn unsere Zellen keine Nahrung bekommen, dann fangen diese Zellen damit an, den Zellmüll, der sich ja auch bei vielen Menschen zuhauf ansammelt, diesen Zellmüll um sich herum zu recyceln, also auszusortieren, der sich eben im Laufe des Lebens angesammelt hat. Dieser wird entweder wiederverwertet oder eben dann entsorgt. Das ist diese sogenannte Autophagie, die diesen ziemlich großen Gewinn hat, wenn eben Zellen ihren Zellmüll einfach mal wiederverwenden können oder eben aussortieren können. Ja, und durch diesen molekularen Aufräummechanismus, kann man es auch nennen, bleiben dann die Zellen wesentlich fitter und gesünder oder sie werden es wieder. Ja? Und im zunehmenden Alter eben verlieren wir eben diesen Autophagie-Effekt und da gehöre ich wohl auch schon dazu, beziehungsweise dieser lässt eben auch nach. Wie zum Beispiel eben auch, dass es eben die Zellerneuerung und dadurch eben auch den Immunschutz einfach auch unterstützt oder die Muskeln zum Beispiel stärkt und unsere Gefäße einfach auch besser geschützt sind. Ja, und das interessiert mich wieder ganz besonders, das ungesunde Bauchfett schmilzt dann einfach auch mal leichter, denn gerade in den Fettzellen ist ganz, ganz viel alter Müll drinnen, viele, viele alte Eiweißablagerungen zum Beispiel. Ja, an solchen Autophagieprozessen liegen auch zahlreiche degenerative Erkrankungen zugrunde, wie eben auch zum Beispiel Demenz, Alzheimer oder eben auch Parkinson, wie sogar auch die Deutsche Gesellschaft für Neurologie darüber informiert. Man höre und lese. Ja. Die Gehirnleistung wird dann auch noch gesteigert, ist für mich dann auch mal ein recht logischer Effekt und eine logische Überlegung. Ja, weitere Effekte sind dann noch, es sorgt für gesunde Knochen und beschwerdefreie Gelenke, erleichtert die Gewichtskontrolle, stoppt Haarausfall und regt das Haarwachstum an und aktiviert den Stoffwechsel und wie schon gesagt die Hirnleistung. Ja, man kann sich einfach sehr, sehr gut vorstellen und es wird dann auch so sein, dass wenn viel Zellmüll ausgeschieden oder recycelt wird, all diese eben gerade beschriebenen Effekte dann eben auch eintreten können. Natürlich beim einen oder
anderen ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Das ist schon klar, wer sich sein Leben lang wenig um Ernährung, um gesunde Ernährung, um wenig um Bewegung oder auch wenig um Stressvermeidung gekümmert hat, wird da auch mal etwas anders an die Sache herangehen müssen, wie jemand, der einfach, der schon gesünder gelebt hat, der sich schon immer wieder bewegt hat und so weiter und so fort. Das wird natürlich einen Unterschied ausmachen. Nichtsdestotrotz wird es für alle Beteiligten offensichtlich einen guten bis sehr guten Effekt eben haben, Spermidin hier einfach zu sich zu nehmen. Also meine Freunde, Sperma bzw. Spermidin zum Aufhellen der Stimmung, zum Senken des Blutzuckerspiegels und für die zuletzt beschriebene Autophagie, also der Zellreinigung, sage ich nochmal ganz salopp, das sind mal so die drei wichtigsten Punkte, die ich hier so mal raushauen möchte. Sperma für die Haut und so weiter, das sind noch weitere Effekte, auf die ich da jetzt nicht weiter eingehen werde. Ja, in diesem Sinne, entweder ganz natürlich, so wie die Evolution das eben auch vorgesehen hat, das mit dem Sperma, oder durch Nahrungsergänzung und oder auch über die Nahrung oder von allem etwas. Das ist meistens sowieso das Beste. Ja, meine lieben Freunde, das ist doch was, was man auf jeden Fall mal ernst nehmen kann. Ich kann natürlich keine Garantie dafür geben. Ihr wisst es eh, mein Leitsatz ist einfach, probieren geht über studieren. Für mich klingt das extrem plausibel, gerade das mit der Autophagie. Das ist sowieso eine Sache. Man kann es eben auch durch Fasten natürlich herausfordern, dass hier Autophagieprozesse eben vonstatten gehen. Aber wenn es auch mit diesem sogenannten Spermidin eben auch angeregt wird, ja, warum soll man das nicht auch mal probieren? Vor allem, wenn es dann vielleicht noch ziemlich viel Spaß macht. Das sage ich jetzt einfach so zum Schluss, so nebenbei. Es amüsiert mich, wie man erkennt, auch selber ziemlich. Ja, das Leben darf und soll Freude bereiten, vor allem eben auch die Dinge, die uns Gott gegeben oder von Natur eben auch hergegeben sind. Und warum soll man das nicht nützen? Ja, in diesem Sinne, meine Lieben, lasst mal ein paar Daumen hoch da, tut's fleißig kommentieren. Ihr wisst, das ist natürlich auch eine Unterstützung für meinen Kanal hier. Und ja, schaut's auch auf meine Homepages, bewusst gesund bei Gio Sixt, und da gibt es dann auch immer wieder das eine oder andere Nahrungsergänzungsmittel oder eben auch einige Tipps, die man dann noch mal genauer nachlesen kann. In dem Sinne, habt's viel Spaß, ja, beim Ausprobieren. Baba, ciao, tschüss und servus, euer Geo.